Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 4. Ja, ich bin mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Palmeister ist jetzt nicht mehr mit dabei, ich bin jetzt alleine und wir werden jetzt gleich den Einzelspieler anfangen zu spielen. Welche Party soll beginnen? Da fragt uns das Spiel direkt. Ja, Story Mode, ganz genau. Dieser Einspielermodus erzählt die Geschichte deines Geburtstags. Ich bin gespannt. Habe ich mir noch nicht vorher angeschaut. Werde ich jetzt ja auch zum ersten Mal erleben. Ja, in den vergangenen Folgen haben wir die ganzen Mehrspieler-Modi bereits durchgespielt, die es gab zum Spielen zusammen mit Palmeister. Und jetzt geht's ein bisschen im Einzelspieler weiter. Willkommen im Story-Modus. Möchtest du die Spielregeln hören? Na, wir können die ja mal anhören, weil es gibt jetzt wahrscheinlich auch neue Regeln oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir schauen einfach kurz mal. Ich wollte ja sowieso noch einmal zeigen, die Spielregeln, einfach der Vollständigkeit halber und weil da auch ein paar Sachen erklärt werden, die jetzt nicht ganz, selbsterklärend sind. Ich möchte euch nun die Spielregeln des Brettes erläutern. Wenn das Spiel beginnt, wird zuerst die Startreihenfolge bestimmt. Ja, das kennen wir bereits. Die Reihenfolge steht. Mario fängt an. Danach kommt Peach. Yoshi ist die Nummer 3. Mario ist das Schlusslicht. Der Spieler, der die höchste Zahl würfelt, hat den ersten Zug. Beginnen wir nun das Spiel. Der Spieler darf so viele Felder vorrücken, wie der Würfel zeigt. Eine 1. Das bedeutet, Mario rückt ein Feld vor. Jetzt erkläre ich die Felder. Dies ist ein blaues Feld. Wenn du hier landest, erhältst du 3 Münzen. Haben wir auch schon kennengelernt. Dies ist ein rotes Feld. Landest du hier, verlierst du 3 Münzen. Ja, mussten wir auch schon miterleben. Dies ist ein Ereignisfeld. Bleibst du hier stehen, folgt dein Ereignis. Was genau geschieht, hängt vom Brett ab. Ja. So im Feld sind wir auch schon gelandet. Bisher noch keine neuen Informationen. Dies ist ein Mirakelfeld. Bleibst du hier stehen, folgt die Umkehr des Schicksals. Ja, ich glaube, das haben wir zum ersten Mal in der letzten Aufnahmesession erlebt. Davor sind wir noch gar nicht auf ein Mirakelfeld gekommen. Umkehr des Schicksals ist eine gute Chance, die Rangliste zu beeinflussen. Haben alle ihre Züge gemacht, endet eine Runde und es beginnt ein Minispiel. Das ist ein Bowser-Feld. Landest du hier, erscheint Bowser oder Mini-Bowser. Dabei wirst du zu einem Ereignis gezwungen. Die Bowsers tyrannisieren die Spieler gerne, also sei vorsichtig. Ja, auf so einem Feld sind wir auch schon gelandet. Mal gucken, wo Peach jetzt draufkommt. Ah, auf das Pilzfeld. Pilzkisten erscheinen, wenn du hier hältst. Das große Geschenk. Und erhält einen Maxi-Pilz. In der Pilzkiste kann ein Maxi-Pilz sein. Oder ein Mini-Pilz. Aber du weißt vorher nicht, welcher es sein wird. Ja, da steht's auch nochmal. Da hat mir zwischenzeitlich rumgerätselt, ob das von der Größe des Pakets abhängig ist. Das ist ein Kampfspielfeld. Hältst du hier an, beginnt ein Kampfspiel. Für ein Kampfspiel müssen alle Spieler einen Obolus entrichten. Dem Spielerergebnis entsprechend werden diese Münzen dann neu verteilt. Verlieren alle Spieler, gehen die Münzen an ihre Besitzer zurück. Ja, das haben wir auch schon miterlebt. Das ist ein Warpfeld. Hältst du hier, gelangst du auf das Feld eines Gegners. Welcher Gegner es sein wird, bestimmt ein Zeiger. Ja. Das wussten wir auch bereits. Ist auch schon öfters vorgekommen bei uns. So, Mario wirft eine 2. Du hast einen versteckten Block gefunden. Was für ein Glück, es ist ein versteckter Block. In diesem Block sind vielleicht ein Stern. Welchen Glück. Oder Münzen versteckt. Ja, ganz genau. Aber das kannst du vorher nicht wissen. Genauso wenig, wie man wissen kann, dass man überhaupt einen versteckten Block findet.
Nun erkläre ich das Mini-Maxi-System. Mit einem Pilz kannst du deine Größe verändern. Ein Mini-Pilz macht dich kleiner. Ja, ganz genau. Hier wird einem jetzt auch erklärt, dass man eben durch die Röhren dort gehen kann mit dem kleinen Pilz. Wenn du klein bist, zeigt der Würfel nur Zahlen von 1 bis 5. Aber du kannst auch durch kleine Tunnel schlüpfen und alle Minispiele spielen. Nach deinem Zug wirst du wieder normal groß. Ein Maxi-Pilz macht dich größer. Wenn du groß bist, kannst du zweimal würfeln. Ja, kam auch öfters schon vor bei uns. Eine 11 hat Yoshi hier. Du kannst auch auf andere Spieler treten und ihre Münzen nehmen. Leider findet keines der normalen Ereignisse statt, wenn du groß bist. Versuche mit Hilfe des Mini-Maxi-Systems das Brett zu deinem Vorteil zu nutzen. Nun erkläre ich die Minispiele. Sie sind äußerst wichtig. Minispiele fangen an, wenn jeder seinen Zug beendet hat. Diese vier Flächen heißen Spielertafeln. Je nachdem, wo du gerade stehst, werden sie blau oder rot. Und das ist ganz wichtig, das hatten wir ja, gar nicht erstmal gecheckt für ewige Zeit, bis ich dann mir eben diese Regeln hier mal offscreen angesehen hatte. Stehst du auf einem grünen Feld, entscheidet die CPU, ob die Tafel blau oder rot wird. Ja, also darauf kommt man jetzt auch nicht unbedingt von selbst. Sind alle Tafeln von derselben Farbe, beginnt ein Vier-Spieler-Minispiel. Ist die eine Hälfte der Tafeln blau, die andere rot, teilen sich die Spieler in ein blaues und ein rotes Team. Es beginnt ein Team-Minispiel. Sind zwei blau und zwei rot, beginnt ein 2-gegen-2-Minispiel. Sind eine Tafel blau und drei Tafeln rot, oder eine Tafel rot und drei Tafeln blau, beginnt ein 1-gegen-3-Minispiel. Steht der Spieletyp fest, muss noch das Minispiel selbst gewählt werden. Das Minispiel wird zufällig ausgesucht. Kanonenkrise. Da wurde jetzt gerade ein Minispiel geleakt. Jetzt erkläre ich euch alle Gebäude auf dem Brett. Das ist der Itemladen. Hier kannst du mit deinen Münzen Items für später kaufen. Das ist die Lotterie. Für 5 Münzen kannst du an der Lotterie teilnehmen. Bei 1 bis 3 richtigen gewinnst du einen Pilz oder Unmengen von Münzen. Bei keinem richtigen gibt es natürlich nichts. Das ist das Buhu-Haus. Das hatten wir bisher noch gar nicht, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Die Buhus stehlen Sterne und Münzen von deinen Gegnern. Für 5 Münzen stehlen sie Münzen, für 50 Münzen holen sie dir sogar einen Stern. Ich glaube, das hatten wir echt bisher noch gar nicht. Als nächstes möchte ich dir die Spielfiguren auf dem Brett vorstellen. Jedes Brett hat einen Gastgeber, der mit einem Stern auf dich wartet. Zahlst du 20 Münzen, gehört der Stern dir. Du spielst für eine vorher festgelegte Rundenzahl, danach ist das Spiel vorüber. Wählst du Bonus ein, im Einstellungsmenü gibt es zusätzliche Sterne. Es gibt 3 verschiedene Boni, die ich dir jetzt erklären möchte. Ja, also die sind auch festgesetzt, also die werden nicht wie bei späteren Mario Party Titeln dann zufällig ausgewählt. Zuerst der Minispielstern. Er geht an den Spieler, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Dann folgt der Münzstern. Wer die meisten Münzen gesammelt hat, erhält diesen Stern. Zuletzt der Ereignisstern. Wer die meisten Ereignisfelder besucht hat, erhält diesen Stern. Der Spieler, der bei Spielende die meisten Sterne hat, ist der Sieger. Hiermit wisst ihr alles Wissenswerte über das Brett. Sucht jetzt nach den Sternen und sammelt viele Münzen. Ja, das waren die Spielregeln. Ich finde, das sollte man auch mal gezeigt haben, weil da schon ein paar Sachen auch dabei sind, die man jetzt gar nicht unbedingt so wüsste. Wähle die Spielfigur, mit der du spielen möchtest. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal Luigi, ist eigentlich so mein Lieblingscharakter neben Yoshi. Triff deine Einstellungen.
So, wir nehmen Auto. Naja, automatisch. Puh, schwer zu sagen. Ich würde jetzt entweder normal oder automatisch nehmen. Nehmen wir mal Auto. Und alle Minispiele. Ja, die Einstellungen sind okay. Okay, let's go. Luigi, herzlichen Glückwunsch. Heute feiern wir Luigis Geburtstag mit einer Riesenparty. Jeder hier hat ein Geschenk für dich. Aber du musst es dir verdienen. Zuerst musst du auf unseren Brettern spielen. Gewinnst du auf einem Brett, gibt's ein Geschenk. Und so läuft die Sache. Auf welche Party möchtest du gehen? So, jetzt können wir uns wieder für ein Brett entscheiden. Ja, ist jetzt eigentlich egal, denn wir haben ja eh jedes Brett schon einmal gespielt, mindestens. Nee, genau einmal, ne? Ja, genau. Tja, was hat mir am besten gefallen? Wir können ja jetzt mal wieder hier mit Goombas Glitterwelt anfangen, weil wir das jetzt schon am längsten nicht mehr gespielt haben. Ein Casino ersonnen von Goomba. Los geht's. Wow, let's party! Und Luigi war auch zu hören. Okay, ich bin gespannt. Der Einspieler-Modus. Goombas Greedy Gala. Also ich kann mich ja eigentlich nur an den Einzelspieler-Modus von Mario Party 9 erinnern. Ansonsten habe ich natürlich keine Ahnung, um was es sich hierbei handeln wird. Willkommen zu Goombas Glitterwelt. Lass mich euch durch die Neonwelt führen. Tja, ich hatte ein wenig Platz, daher habe ich dieses Casino eröffnet. Sehr stilvoll, nicht? Fühlt eure Herzen schlagen und eure Nerven zittern, wenn ihr alles aufs Spiel setzt. Wer von euch wird den Reigen eröffnen? So, ich habe erstmal eine 2. Okay, schon mal dritter Platz. Sehr gut, Waluigi fängt an. Danach folgt Peach. Luigi wäre Nummer 3. Ganz genau. Daisy hat den letzten Zug. Für den Anfang gibt es 10 Münzen. Also genau wie im Mehrspielermodus. Nehmt eure Chancen wahr. Das Spiel beginnt mit dem ersten Stern hier drüben. Und das Spiel geht weiter. Dieser Stern kann für nur 20 Münzen euch gehören. Okay, also es geht ganz normal los. Wenn ich das Ganze hier gewinne, dann gibt es ein Geschenk, wurde ja gesagt. Okay. So, Peach geht in den Itemladen. Ich kann auch mal ein bisschen erzählen, wie es bei Mario Party 9 war. Dort gab es immer sogar eine kleine Zwischensequenz, bevor man ein Spiel gestartet hat. Und man musste, glaube ich, jedes Brett einmal spielen und auch gewinnen. Man durfte nicht die Schergen von Bowser gewinnen lassen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Dort gab es ja auch Ministerne. Man musste eine gewisse Anzahl von Ministernen, glaube ich, erhalten. Da hat man eine bestimmte Trophäe oder so bekommen. Ist auch schon wieder ziemlich lang her. Mario Party 9 werden wir natürlich auch nochmal let's playen. Also wir haben es ja schon mal let's played, aber es ist schon aus heutiger Sicht ziemlich alt und schlecht, das Let's Play von damals. Deswegen wird es dann auch nochmal neu gemacht. Aber dauert noch ziemlich lang. Wir haben ja noch Mario Party 5, 6 und 7 und 8 vor uns, bevor es dann mit Mario Party 9 weitergeht. So, Daisy wollte jetzt hier nichts kaufen im Itemladen. So, 4-Player Minigame. Mal gucken, haben wir mal ein neues? Ne, wieder Lawine. Schade. Ich hoffe natürlich, dass wir noch alle Minispiele hier freischalten. Das werden wir auch noch machen auf jeden Fall. Eile auf Skiern ins Ziel, weiche Hindernissen aus und lass dich nicht von der Lawine erwischen. Genau, das hatten wir erst letztens gespielt. Nutze Sprungschancen, um schneller zu werden. Ja, das ist, können wir glaube ich gleich Start machen. Kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern. So, da kommt die Lawine. Man darf natürlich auch nicht zu langsam sein. So, ein bisschen. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen
Was? Okay, da war ich jetzt... Hab ich jetzt offenbar Mist gebaut? Komm, Daisy, mach auch einen Fehler. Bitte, bitte, mach einen... Ach, schade. Oder kommt da noch ein Stein? Nee. Okay, da war ich jetzt offenbar... Ich habe die Steuerung dann doch falsch gemacht anscheinend. Tja, so ist das manchmal. Ist ja auch egal, ist ja erst das erste Minispiel gewesen. Bin ja noch zweiter Platz. Also alles gut. Okay, Luigi macht weiter. Eine 1 würfelt er. Und das kleine Geschenk und einen Minipilz bekommt er. Achso, ich weiß gar nicht, wie viele Runden jetzt eingestellt waren. Das kann man das hier sehen eigentlich? Ich kann noch nicht mal Pause drücken übrigens. Oder? 15. Ah, es sind 15 Runden. Könnt ihr jetzt hier auch Einstellungen ändern? Kann hier auch einstellen, wann gespeichert wird. Die Textgeschwindigkeit, die Rumble-Einstellung. Ah, Erklärung. Man kann auch die Minispielerklärung komplett deaktivieren, sodass dann direkt das Minispiel gestartet wird. Finde ich auch eine coole Einstellung, wenn man das Spiel schon sehr gut kennt. Umkehr des Schicksals ist eingestellt auf Umkehr des Schicksals anzeigen. Okay, das könnte man auch direkt überspringen lassen, wenn man das schon oft genug gesehen hat. Und Minispiel kann man hier auch auf einfach noch umstellen. Okay, finde ich cool, dass man da so viele Freiheiten hat. Okay, wir würfeln einfach mal ganz normal. So, na klar, schauen wir mal rein, was es hier gibt. So, wir haben jetzt nur 13 Münzen. Okay, Maxi oder Minipilz. Nee, lohnt sich das eigentlich nicht. Bis später, ganz genau. So. Und nochmal drei Münzen für uns. Wir sammeln erstmal ein paar mehr Münzen, bevor wir hier irgendwas kaufen. Würde ich sagen. So. Nächstes Minispiel direkt. 4-Player-Minigame. So, ein neues Manta-Ringe. Okay, das haben wir auch schon 2017 gespielt gehabt. Genau, das war ein bisschen schwierig, da mit dem Button-Smashing. Tauche durch die Ringe. Jeder Ring ist ein Punkt wert. Berührt dich ein Gegner, verlierst du Punkte. Control-Stick bewegen, A zum Schwimmen schnell drücken. Die goldenen Ringe sind 3 Punkte wert. Hol dir so viele wie möglich. Ja, mache ich auch direkt Start, weil wenn man hier Training macht, dann verliert man die ganze Kraft im Finger und kann es dann nicht mehr nutzen, wenn man dann wirklich ein gutes Ergebnis braucht. So. Jetzt muss ich mich auch hier gerade wieder konzentrieren, deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich weniger reden. Man muss hier wirklich sehr, sehr schnell drücken, sonst hat man hier keine Chance. Wobei die Kombi-Gegner jetzt gerade mal gar nicht allzu gut sind. Oh Gott, da sind goldene Ringe. Und jetzt wird mein Finger schon wieder, ich merke es schon. Er will nicht mehr wirklich, beziehungsweise meine Hand, nicht nur mein Finger. Oh, hier goldene Ringe, ganz viele, ja. Sieht doch sehr gut aus für mich. Okay, ja, da waren die Kombi-Gegner doch schlechter als ich dachte. Zum Glück, muss man dazu sagen. Kommschwierigkeit ist ja auf automatisch eingestellt. Ja. Wahrscheinlich wurden die Com-Gegner jetzt direkt runtergestuft, weil ich in dem ersten Minispiel so schlecht war. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja hier auch nicht aus in dem Spiel. Es ist ja ein Blind Let's Play. So. Waluigi möchte was kaufen. Vielleicht. Oder sich nur den Bestand anschauen. Nee, eine Tauschröhre kauft er sich. Okay. Ja, und nochmal 3 Münzen. So, Peach ist dran. Mit 6 Münzen ist sie jetzt natürlich nicht allzu gut dabei. So, sie gibt sogar noch 5 Münzen aus. Hat jetzt noch eine Münze. Ach du meine Güte. Muss echt aufpassen, dass sie nicht hier bankrott geht. Tja.
Da gibt es nochmal einen Pilz. Mini-Pilz. So, und ich bin dran. Ich habe immer noch keine Items, deswegen würfeln wir einfach. Boah, eine 1. Richtig nice. Cool. So, Daisy. Daisy hat schon ein paar mehr Münzen. Kann sie also vielleicht noch ein paar mehr ausgeben. Und direkt... Ach, will sie aber gar nicht. Okay. Um direkt zum Stern geleitet zu werden, unter Umständen. Und sie kommt auch dorthin, zum blauen Bereich. Okay. So, nächstes Minispiel. Foreplay-Minigame. Ein neues. Freischwimmer. Achso, das hatten wir auch schon mal gespielt. 2017. Okay, aber ich würde sagen, mit diesem Minispiel geht es dann weiter in der nächsten Folge von Mario Party 4. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und ciao.